Wir sind heute im Interview mit Georg Broich. Georg ist einer der erfolgreichsten Caterer Deutschlands mit über 200 Angestellten, 6 Standorten. Und wir sprechen über die Folgen der Corona-Krise. Ich habe die Dotcom-Blase platzen sehen. Ich habe September 11 gehabt. Ja. Ich habe die Lehman Brothers. Das sind die Sachen, die wirklichen Krisen, die ich mitgemacht habe. Aber das, was jetzt passiert ist, das habe ich noch nie erlebt. Was er glaubt, was uns erwartet. Wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, glaube ich, wird es für die Tagesgastronomie relativ schnell wieder gut losgehen können, bei denen, die es überlebt haben. Wie es ihn betrifft, wie er damit umgeht. Es war wirklich so, dass binnen 14 Tagen wir wirklich komplett abgeschnitten waren. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Und ob die Maßnahmen der Regierung reichen oder was jetzt eigentlich wirklich wichtig wäre zu tun. Ich habe 2 Anliegen an die Regierung. Gut, Georg, wir fangen mal an mit dir. Caterer des Jahres, über 200 Angestellte, 6 Standorte. Also ich glaube, du weißt, wovon du sprichst. Wenn ich es mal richtig nachgeschaut habe, gibt es euch sogar schon seit 1891. 1734, okay. Weltwirtschaftskrise 1929 habt ihr auch überlebt. Das heißt, ihr habt einiges durch. Klar, du warst da noch nicht auf der Welt, aber jetzt kommen neue Herausforderungen. Und ich denke mal, gerade uns Köche interessiert, wie ist die Lage da draußen gerade bei euch? Wie ist die Auftragslage? Wie ist die Stimmung? Also die Stimmung ist natürlich alles andere als gut. Aber wie du schon sagtest, also der Teil unseres Unternehmens ist 1891 gegründet worden als Metzgerei aus der alten Gastwirtschaft heraus, die es seit 1734 gibt. Und wir haben schon einige Krisen auch gesehen. Wir haben auch die spanische Grippe gesehen. Ich habe dann auch in der spanischen Grippe habe ich 2 Großtanten verloren. So wie es jetzt getroffen hat, das habe selbst ich nicht erlebt. Und ich mache es jetzt seit 33 Jahren. Im 34. Jahr mache ich es jetzt. Und ich habe die Dotcom-Blase platzen sehen. Ich habe September 11 gehabt. Ja. Ich habe die Lehman Brothers. Das sind die Sachen, die wirklichen Krisen, die ich mitgemacht habe. Aber das, was jetzt passiert ist, das habe ich noch nie erlebt. Also es war wirklich so, dass binnen 14 Tagen wir wirklich komplett abgeschnitten waren. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Zunächst sind ja auch im Schul- und Kita-Catering aktiv. Wir machen ja knapp 4000 Schul- und Kita-Essen jeden Tag. Die liefen ja noch dann für eine Woche, dann auch da der Shutdown. So dass wir jetzt eigentlich, also wir sind komplett dicht. Wir haben noch eine kleine Truppe. Wir versorgen noch ein paar ältere Menschen aus der Nachbarschaft. Auf dem Areal, auf dem wir sitzen, sind noch einige, die nicht im Homeoffice sind. Dort ist die Kantine auch geschlossen worden. Die versorgen wir mittags mit Essen. Und wir haben einige Schul- und Kita-Einrichtungen, die offen halten, diese Noteinrichtungen, die noch da sind, damit halt die Ärzte, die Krankenschwester, der Feuerwehrmann, ne, die Verkäuferin im Supermarkt, dass die dann weiter arbeiten können. Und das sind zwar zum Teil nur 3, 4, 5 Essen, die wir da hinliefern, das teilweise 15, 20 Kilometer weit entfernt. Das kann man sich natürlich vorstellen, das ist alles andere als wirtschaftlich. Aber das ist halt auch unsere Art und Weise zu zeigen, dass wir halt solidarisch sein müssen und auch was für die Gesellschaft tun müssen. Also ich habe, was wir jetzt gerade sehen, sind natürlich mega viele Aktionen auch von den Unternehmen zu sagen, hey, machen Lieferservice, jetzt ist die Chance. Ich habe das ja selbst auch umgesetzt. Also ich habe sofort angefangen zu liefern. Ich habe komplett auf Cook and Chill umgesattelt. Und habe aber festgestellt, es ist cool als neues Geschäftsfeld. Es ist vielleicht die richtige Möglichkeit, jetzt gerade ein bisschen umzudenken und vielleicht uns mehr an amerikanische Verhältnisse ranzutasten, was das Essen, was die Food-Konzepte, was Lieferung angeht. Aber wirtschaftlich ist das bis jetzt für noch keinen. Also ich habe jetzt noch nicht einmal das Feedback aus unserer Runde bekommen, hey, wir haben Lieferdienst gestartet, wir machen mehr Umsatz als je zuvor. Lieferando hat mitunter 4 Wochen Wartezeit aktuell. Also, ich gebe dir recht. Ich habe auch viele Kollegen hier in Düsseldorf, die es machen. Einige machen es dann aus Imagegründen, andere haben es etwas einfacher. Bekannter von mir hat ein italienisches Feinkostgeschäft mit mehreren Restaurants. Im Feinkostgeschäft wird noch eingekauft, da nehmen sich die Leute das noch mit. Da ist noch rundherum ein gutes Publikum, was zu Fuß dahin laufen kann. Es ist viel, sehr, sehr schwer. Ich bin ja sehr gut vernetzt in Amerika. Ich bin ja in Amerika auch in den Leading Caterers of America und in der International Catering Association berühmt. Wollte eigentlich jetzt noch Anfang März nach Las Vegas fliegen, sollte da 2 Vorträge halten. Habe deswegen sehr, sehr viel Kontakt zu den amerikanischen Kollegen. Und da läuft es wirklich. Also ich habe 2 gute Buddies, einen in Florida, einen in Orlando, Florida, einen in Denver.
Die machen teilweise 8 bis 1000 Meals pro Mittag, die halt, die rausgefahren werden, die abgenommen werden, wo die Leute die abholen. Das ist aber eine ganz andere Kultur. So, die sind in dem Bereich viel, viel weiter und ganz, ganz anders aufgestellt als wir. Ich glaube, hier ist es für den einen oder anderen, dass er damit so ein bisschen sich über Wasser halten kann. Aber so schnell, so ein großes Geschäft wird so schnell daraus nicht werden. Ja, also sehe ich absolut genauso. Wie seid ihr mit dem Ganzen umgegangen? Also es ging relativ abrupt. In der Politik haben wir gemerkt, okay, am Anfang, wo man eigentlich hätte reagieren müssen, wurde eigentlich gar nichts gemacht. Im Gegenteil, es wurde gesagt, das schwappt nicht zu uns rüber. Und dann kam der absolute Shutdown. Ich glaube, du warst sehr konkret davon betroffen. Ja, also ich beobachte ein paar jüngere Kollegen und sehe bei denen ähnliche Reaktionen, wie ich die halt, sag ich mal, nach dem September 11 hatte oder auch, wir hatten ja 2004 auch schon mal eine sehr, sehr starke Wirtschaftskrise, die erste große im neuen Jahrtausend. Da habe ich zu lange gezögert und habe zu spät angefangen mit Konsequenzen und habe zu lange nach dem Prinzip Hoffnung gelebt. Das ist mir dann 2008, 2009 schon besser gelungen. Da habe ich sehr schnell gesehen, 2008, das wird sehr, sehr schwierig. Habe die ersten Konsequenzen gezogen und habe glücklicherweise auch mit der Hilfe der Mitarbeiter das dann noch gut überstehen können. Aber jetzt waren wir wirklich sehr konsequent. Wobei, wir hatten Anfang März geplant, für Anfang April Kurzarbeit anzumelden und sind so freitags auseinandergegangen und haben dann montags morgens festgestellt, in den 48 Stunden hat sich so viel getan, das reicht schon nicht mehr. Wir müssen früher anfangen und haben das dann auch gemacht, haben dann ganz kurzfristig die Betriebsversammlung einberufen. Dann waren die Außenstellen per Video zugeschaltet, weil wir haben schon sehr früh unsere Teams getrennt, haben wir da zugeschaltet und dann haben wir gesagt, wie die Situation ist und dass wir auf Kurzarbeit umstellen mussten. Und ich war extrem überwältigt. Es waren knapp 200 Mitarbeiter waren da, 60 waren zugeschaltet aus den anderen Standorten. Und es haben, glaube ich, 150, 160 sind nachher aufgestanden, sofort hinten an die Listen gegangen, haben sie sofort eingetragen. Ein paar haben sich das noch bitte noch überlegen wollen. Klar, es waren auch jüngere Menschen und Leute, die bei uns in den unteren Einkommensgruppen sind, die es halt dann wirklich sehr, sehr hart trifft. Wir haben dann gesagt, okay, das ist sehr kurzfristig. Ihr bekommt am Ende des Monats trotzdem euer Nettogehalt, weil wir als Unternehmer können das ja auffüllen. Das haben wir gemacht und haben dann gesagt, okay, wir müssen halt dann nur für den April anfangen und haben dann im April jetzt angefangen, wir haben einen Teil auf 100% bis runter auf 20%. Ich meine, 260 Mitarbeiter in Kurzzeit zu verwalten, das sind schon fast 2 Stellen, die du dafür brauchst bei der Bürokratie in Deutschland. Und haben es aber gestaffelt und es haben wirklich alle mitgenommen und sogar Auszubildende sind gekommen, die gesagt haben, Herr Bruch, wir wollen das mittragen. Einer war total süß, einer von unseren Köchen, der kam und sagte, ja, sagte, ich lebe noch bei Mama und ich habe nicht so hohe Kosten und ich würde gerne auch auf die 20% verzichten. Da habe ich unfassbare Gänsehaut bekommen. Da habe ich gesagt, nee, mach, guck mal und so weiter und so weiter. Nee, auf jeden Fall. Ja, ist ja okay. Und das war wirklich, wirklich klasse und es war auch wirklich, wirklich notwendig. Also das ist schon ziemlich hart jetzt. Wobei wir jetzt ein neues Projekt haben, aber da kann ich gleich noch was drüber erzählen. Also ist das, also von meinem Standpunkt aus ist das auf jeden Fall eine Zeit, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein bisschen näher zusammenrücken, glaube ich. Also wenn wir jetzt, wir haben ja die Vorträge, die Diskussionen auch innerhalb der Branche hautnah miterlebt. Es gab ja doch ein ziemlich großes Gap, sage ich halt, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Nicht auf allen, also auf beiden Seiten sind Sachen nicht sauber gelaufen, nicht schön gelaufen bis dato. Wir haben in unserer Branche natürlich ein Riesenproblem, was Bezahlung und Fachkräftemangel bis dato anging. Haben wir jetzt eine Chance, das Ganze vielleicht mal zu überdenken, mal ein bisschen näher zusammenzurücken und zu schauen, okay, können wir an dem aktuellen Modell etwas optimieren? Was für Konsequenzen wird das Ganze auch für Köche haben? Das ist auch eine Frage, weil wir reden viel über Unternehmen, aber was für konkrete Auswirkungen hat das auf uns? Also ich glaube, dass wir müssen es zweigeteilt sehen. Wir haben einmal, ich denke, dass wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, glaube ich, wird es für die Tagesgastronomie relativ schnell wieder gut losgehen können.
bei denen, die es überlebt haben. Das muss man auch noch dazu sagen. Weil wir haben ja leider Gottes, ist unsere Branche ja nicht so, dass wir sagen, wir können innerhalb von 5 Jahren ein Vermögen anhäufen und dann 5 schlechte Jahre oder früher waren es ja 7 gute, 7 schlechte Jahre überstehen. Die Zeiten sind ja vorbei. Aber ich glaube, dass da in diesen Gastronomien, die Menschen wollen hinterher wieder raus. Und wenn wir ein bisschen Glück haben und im Mai, Juni Wetter haben wir jetzt mit Sonnenschein und so und wo dann Terrassen auf sind, ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun und da kann die Individualgastronomie kann da schon eine ganze Menge machen. Bei den großen Catering-Unternehmen wird es auch weiterlaufen, wenn die Homeoffice aufgelöst sind und die kommen in die Büros zurück. Aber ich glaube, unterm Strich wird es gerade im Bereich der vielen freiberuflichen Köche oder so, da wird es schon etwas schwieriger werden und da wird es auch etwas dünner werden, weil wir natürlich versuchen werden, erstmal mit eigenen Menschen weiterzumachen. Wir haben auch zum Teil jetzt im März auch Minusstunden aufgebaut, dass wir die halt hinterher wieder zurückholen können. Wir haben Urlaub abgebaut, wir haben Urlaub auch schon vorgezogen, damit, wenn es in der zweiten Jahreshälfte wieder losgeht, die Leute da nicht plötzlich kommen und sagen, ja Chef, aber ich habe noch 6 Wochen Urlaub und ich muss auf die dann dementsprechend lange verzichten. Deswegen glaube ich halt, dass da gerade im Bereich der freiberuflichen Köche wird es schon etwas weniger werden. Wobei auf der anderen Seite dann vielleicht aber wieder die Peaks kommen, aber es wird nicht so stabil sein, sondern es wird immer noch volatiler werden als vorher schon. Wir haben ja gestern kurz gequatscht. Du hattest ja gesagt, dass es wahrscheinlich sein wird, dass auch Freiberufler zumindest teilweise eine kleine Festanstellung suchen werden. Also das ist zumindest dein Gefühl. Du kannst darauf vielleicht nochmal eingehen. Ja, also wir haben zum Beispiel so ein Modell, also wir versuchen mit relativ wenig Freiberuflern zu arbeiten. Aber wir haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren 7 oder 8 der schon länger für uns Arbeitenden in ein Stundenverhältnis reingeholt. Die arbeiten 120 Stunden fest bei uns. Das Kontingent garantieren wir denen übers Jahr verteilt. Was die ansonsten machen, das ist deren Sache, weil das ist dann nicht mehr unser Thema. Ich kann nur sagen, die sind alle extrem happy, weil die zwar auch in Kurzarbeit sind, aber selbst 60% von 120 Stunden im Monat ist mehr als gar nichts. Und das könnte ein Modell sein für die Zukunft, wo die sich auch absichern können. Weil ich finde es einfach manchmal sehr schade. Wir haben wirklich sehr gute Leute auch dabei, die sehr engagiert sind, die manchmal auch ein bisschen Pech im Leben gehabt haben. Und denen geben wir schon mal dann auch etwas mehr, dass die auch etwas auf Zeiten kommen. Aber das geht halt im Moment nicht, weil ich habe nichts. Ich kann nichts verteilen. Und das, was ich habe, das muss ich halt meinen Mitarbeitern geben. Welche Maßnahmen forderst du von der Regierung? Weil ich meine, ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass keiner mit dem, was da angeboten, mit der Bazooka, die angeboten wurde, zufrieden ist. Was muss getan werden? Ich habe 2 Anliegen an die Regierung. 2 Sachen, die ich auch formuliert habe, die ich auch an Herrn Laschet geschrieben habe und die ich auch jetzt auch nochmal an Herrn Scholz geschrieben habe. Wir brauchen sofort 100% Übernahmegarantie bei den Krediten und wir brauchen eine Fristverlängerung von 5 auf mindestens 10 Jahre. Wir haben im vergangenen Jahr im Unternehmen 25 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wachstum braucht Geld oder noch nicht mal Wachstum, einfach Umsatz braucht Liquidität. Da kann sich jeder der Kollegen im ECA ausrechnen oder auch viele andere ausrechnen, was wir für Liquiditätsbedarf haben pro Monat. Den können wir nicht komplett runterfahren. Den können wir vielleicht für 2 oder 3 Monate ohne Einnahmen können wir den stemmen, aber halt nicht länger. Das heißt, wir kommen auf eine Summe, die wir eigentlich bräuchten, damit wir weitermachen können, damit wir vielleicht sogar noch mal etwas investieren können. Weil wir haben einige Sachen für dieses Jahr geplant, für Investitionen, die sind alle komplett auf Eis gelegt. Aber es gibt auch größere Sachen, aber es gibt auch kleinere Sachen, die halt einfach dringend nötig sind. Und um die auch zu realisieren, brauchen wir eine bestimmte Summe. Nur, wenn ich dann im Grunde genommen jetzt schon weiß, dass ich in 5 Jahren den kompletten Ertrag von 5 Jahren zurückzahlen muss, dass ich 5 Jahre umsonst schufte, um das dann zurückzubezahlen, dann habe ich zwar mein Unternehmen noch, ja, aber ich bin keinen Schritt vorangekommen. Ich bin keinen Schritt vorangekommen. Und das kann es einfach nicht sein. Zumal ich dann auch nicht investieren kann. Ich meine, ich muss ja auch in den Folgejahren investieren. Nur wenn, weiß ich nicht, also mindestens die Hälfte oder 2 Drittel des Gewinnes jedes Jahr an Zins und Tilgung weggeht,
da habe ich nichts bei, habe ich nichts bei gewonnen. Und das sind die beiden Forderungen. Es muss 100% müssen die Sicherheiten übernommen werden vom Staat und mindestens auf 10 Jahre. Und die Aussage von Herrn Scholz, ja, da sollen die Hausbanken sich mal ein bisschen bewegen, völlig daneben gegriffen. Wir sind bei unseren beiden Hausbanken, ist eine Volksbank und eine Stadtsparkasse. So, die Haupt ist die Stadtsparkasse. Beide Unternehmen betreuen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren. Warum? Weil die Deutsche Bank und die Commerzbank und die anderen großen Banken uns gar nicht haben wollten. Ja, Gastronomie, Mittelstand, nein. Die Deutsche Bank wollte in London große Geschäfte machen und die Commerzbank wollte genauso hochpinkeln. Die wollten uns ja gar nicht. So, jetzt haben wir hier eine Stadtsparkasse in Düsseldorf, die umfassend betreut, die auch ganz eng mit uns im Dialog ist. Aber die haben natürlich bei mir so ein Risiko. Nur zweimal so ein Risiko ist so viel. Dreimal ist so viel. Und am Ende des Tages ist das Risiko riesig groß. So, und die haben einen öffentlichen Auftrag, genau wie die Volksbanken. Das sind Genossenschaftsbanken. Die können nicht mal ohne eben, weil sie für mehrere Millionen Sicherheiten übernehmen. Und da ist ganz klar die Politik gefordert, ja, dass halt, ne, es wird ein riesen Rettungsschirm aufgebaut, da schlüpft eine Galeria Kaufhof drunter, die seit 25 Jahren defizitär ist. Ja, ich gehe jetzt mal stark davon aus, die haben die Mietzahlungen eingestellt, dass sie nur die Mietzahlungen in den Häusern einstellen, die fremdgemietet sind. Ich gehe davon aus, dass die großen Häuser, die Herr Benko, die Siegner, dem Besitzer der Galeria Kaufhof, in einer anderen Gesellschaft gehört, die werden mit Sicherheit bezahlt werden. So, und jetzt müssen wir einspringen und sollen dafür gerade stehen, während der Mittelstand wieder mal die Familienunternehmen wieder mal vergessen werden. Das kann nicht sein. Das ist also die eine große Forderung. Die zweite Forderung ist, ich möchte eine Aufweichung der Arbeitszeitschutzgesetzes, also der eine Flexibilisierung, weil wir, also ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter mehr arbeiten müssen, als sie vertraglich vereinbart sind. Ja, ein paar Überstunden, das ist normal, okay. Aber mir geht es darum, dass wir dann, wenn es im Herbst wieder losgeht, auch in der Gastronomie, dass wir etwas längere Schichten fahren können. Ich rede jetzt nicht davon, jeden Tag 14 oder 16 Stunden, sondern ich rede davon, dass bei den 42 Stunden, die wir in der Woche mit unseren Mitarbeitern verabredet haben, dass die auch mal einen 14-Stunden-Tag fahren können auf einer Veranstaltung. Und nicht, dass ich wieder in der Mitte wechseln muss, die Schichten wechseln muss, damit ich ein Event durchführen kann, weil das bringt mich dann auch nicht viel weiter, weil dadurch explodieren auch wieder die Personalkosten. Und das ist die zweite Forderung, die ich sowieso generell stelle. Ich möchte generell eine Flexibilisierung. Ja, wir sollen selbstständig sein, wir sollen digitalisieren, alles verändert sich. Und auf der anderen Seite stehen die Gewerkschaften und sagen, ja, mehr als 800 Stunden darf nicht gearbeitet werden. Nein, ich habe mündige Mitarbeiter, ich habe Mitarbeiter, die an mich herangetreten sind und gesagt haben, Chef, die waren doch in Amerika. Sie haben doch erzählt, dass da zum Beispiel die Projektleiter nur 4 Tage die Woche, aber 10 Stunden arbeiten. Die arbeiten von Montag bis Donnerstag, machen ein langes Wochenende, fangen Dienstag wieder an, arbeiten bis Freitag. Da wechseln die sich ab und nach Veranstaltungen. Ich sage, ja, würde ich gerne machen, aber du darfst es nicht. Du darfst es nicht. So, und das sind die beiden Hauptforderungen, die ich an die Politik aktuell habe. Du sagst, für unsere Branche ist die aktuelle Krise eigentlich der richtige Zeitpunkt, um wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die das Ganze vielleicht wirklich auf neue Beine setzen oder auf eine neue Basis setzen. In jeder Krise liegt immer eine Chance. Mein Vater hat ja in dritter Generation die Metzgerei übernommen, damals Ende der 60er Jahre. Und da schossen dann plötzlich die Supermärkte und die Cash and Carry aus dem Boden. Die Leute haben in den Supermärkten das Schweinefleisch einkaufen können für einen Preis. Da konnte mein Vater es nicht auf Schlachthof verkaufen. Als mein Vater das Unternehmen übernommen hat, gab es in Düsseldorf noch über 600 Metzgereien. Ich glaube, jetzt ist es noch 120. Und mein Vater hat damals dann irgendwann mit dem Pachteservice, wie es hieß, ne, mit Pachteservice angefangen und hat das Ganze weiterentwickelt. Es gibt immer eine Chance. Und für einen guten, engagierten Gastronomen oder Caterer wird es auch weiterhin eine Chance geben. Aber wir sind in der Situation, die haben wir nicht verschuldet. Und die hat uns mit der Vehemenz getroffen, die so lange, 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 lange nicht da war. Ich hoffe, dass viele Kollegen es, dass auch mit den Mitteln, die jetzt schon da sind, schaffen werden, das zu überlegen. Und mir hat mal jetzt vor ein paar Tagen jemand vorgeworfen, durch meine Aktionen, ich würde ja versuchen, Verdrängungswettbewerb zu machen. Nein. Wir müssen, wenn es wieder hochgeht, wir haben mit 3 Kollegen, mit dem Frank Schwarz, mit Regional, dem und mit dem Lehmann Catering haben wir einen Brief geschrieben als Schulen-Event-Caterer, dass wir systemrelevant sind. Wir müssen, wenn am 20. April die Schulen wieder aufgehen,
müssen wir am 20. April wir vier gemeinsam 30.000 Kinder versorgen. So, und es sind noch ganz, ganz viele kleine Caterer, kleine Kollegen, die im Moment sagen, wir wissen gar nicht, ob wir am 20. April noch da sind. Und denen, auch denen muss unbedingt geholfen werden. Wir brauchen diese Vielzahl. Also es geht mich nicht darum, zu verdrängen, sondern es geht darum, dass das Systemrelevante hinterher weitergeht. Und Möglichkeiten gibt es. Bei uns auf dem Areal wird jetzt zum Beispiel ein Behelfskrankenhaus eingerichtet. Ab morgen läuft der Aufbau. Es werden 300 Betten eingerichtet und wir sollen dann bis Ende Juni sollen wir das versorgen. Wir wissen noch nicht, wie viel es ist. Natürlich auf der einen Seite würde ich mich freuen, wenn es relativ voll werden würde. Das wäre ein guter Umsatz. Auf der anderen Seite würde ich mich aber natürlich freuen, wenn es leer bleiben würde, weil das zeigen würde, dass wir die Krise in den Griff kriegen. Das ist natürlich so ein bisschen Engelchen und Teufelchen auf den Schultern. Aber das sind zum Beispiel Sachen, die wir jetzt dann betreuen werden. Auch wieder ein bisschen Art neues Geschäftsfeld ist. Oder aber auch so, wie du mit deinem Lieferservice, beliefern wir aktuell eine kleine Pflegeanstalt, weil da ist die Küche ausgefallen. Das sind 50 Senioren. Die werden wir wohl jetzt auch ab nächster Woche versorgen, weil die haben scheinbar einen Corona-Fall. Die haben gestern Nachmittag angerufen. Dann werden die auch jeden Tag mit den Meals beliefern. Ich glaube, es wird eine Veränderung geben, aber am Ende des Tages, die Menschen wollen essen, die Menschen wollen trinken, die Menschen wollen feiern. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit diesem Unfall auf der Autobahn. Du fährst eine lange Kurve, siehst das Blaulicht, dann bremst du runter, fährst mit 20 da vorbei, dann siehst da jemanden liegen oder ne, und dann fährst du weiter und dann bis die ersten 5 Kilometer fährst du mit 80, dann fährst du schon wieder 120, dann fährst du 160 und wenn du auf 160 bist, kommt schon von links wieder ein Porsche-Fahrer mit 220 vorbei. So wird dann auch in der Gesellschaft sein. Und so wird es auch bei uns wieder weitergehen. Okay. Zum Abschluss, wenn du dir die Maßnahmen und das Handeln jetzt gerade anschaust, also jeder übertrumpft ja den anderen gerade in der Politik. Hast du das Gefühl, dass gerade mehr Wahlkampf betrieben wird als Nachhaltigkeit in der Politik? In der Tat ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da in der Tat jetzt schon der Wahlkampf ausgebrochen ist, beziehungsweise das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der Union. Herr Söder macht da einen sehr, sehr guten Job. Also aus Wahlkampfsicht macht er da einen sehr, sehr guten Job. Herr Laschet ist vielleicht auch gut engagiert, ein bisschen unglücklich. Der war ja in Aachen im Klinikum und für alle, die dort waren, gab es die große Maske, die teure Maske, die Mund-Nase-Maske. Nur für Herrn Laschet gab es da leider nur die billige Mundmaske, das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Ja, ich glaube, da ist im Moment sehr, sehr viel Politik dabei. Auf der anderen Seite machen viele Politiker einen guten Job aktuell, der nicht so gesehen wird. Ich habe aufgrund der räumlichen Nähe und so gute Verbindungen in den NRW-Regierung und wenn ich sehe, wie viele Stunden die auch unterwegs sind, wie viele Stunden die machen und wie erschöpft die sind, machen den sehr, sehr guten Job und ich finde es natürlich dann sehr, sehr treffend, was halt in Hessen passiert ist, dass Finanzminister den Druck nicht mehr standhält. Ja, es wird sehr viel gefordert, das ist richtig. Es wird aber auch sehr viel in Foren und im sozialen Netz und so angegriffen, was ich jetzt nicht für angebracht finde. Ich glaube, auf der einen Seite macht unsere Politik einen guten Job, auf der anderen Seite spielen aber immer noch etwas zu sehr dieses taktische Geplänkel da rein. Okay. Und jetzt ganz zum Schluss noch mal eine kleine Frage an die Glaskugel. Was steht bei dir an, wenn das Ganze vorbei ist? Also sofern man darüber jetzt gerade nachdenken kann und darf. Kann ich dir sagen, das nächste ICA-Meeting und da ist so weit weg, dass ich nicht nach Hause fahren muss und da werde ich mich mit den Kollegen richtig, richtig... Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Super. Georg, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Danke. Danke für dein Engagement. Das betrifft uns im Endeffekt gerade alle. Die Kleinen wie die Großen. Und ja, sind wir mal gespannt, wo das Ganze endet. Ne? Wir Rheinländer sagen, es ist noch immer Jote, Jange. Alles klar. Mach's gut, Georg. Dankeschön. Klar, Simon, dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war unser Interview mit Georg Broich, einem der erfolgreichsten Caterer Deutschlands. In der nächsten Folge von Guerilla Real Talk haben wir ein Interview mit Tristan Brandt, dem jüngsten Zwei-Sterne-Koch Deutschlands, und Professor Clemens Skibitzki, einem innovativen Wirtschaftshistoriker, der sich mit der Geschichte der Menschen befasst und
festgestellt hat, dass wir Menschen immer gleich handeln, entsprechend unserer Möglichkeiten. Und jetzt die Frage an euch: Welche Fragen würdet ihr einem Tristan Brandt stellen? Was interessiert euch, was die Sterneküche angeht, aktuell? Und welche Fragen hättet ihr an Professor Clemens Skibitzki? Schreibt es uns in die Kommentare, lasst ein Like da, kommentiert unseren Channel und schaltet in der nächsten Folge Guerilla Real Talk am Sonntag wieder ein.